Als Dankeschön an die Beste, meine Community, möchte ich an dieser Stelle alle meine Abonnenten ganz herzlich grüßen. Ganz besonders aber Menschen, die das letzte Jahr bei YouTube und auch bei Instagram mein Leben sehr bereichert haben. Ja, da fange ich mal an mit der lieben Basteleule. Ja, liebe Heike, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns denn jetzt schon. Auf jeden Fall bist du eine ganz, ganz liebe und treue Seele. Und ich bin echt froh, dass wir beide uns kennenlernen durften. Als nächstes grüße ich die liebe Nadja von Nadjas Kreative Welt. Nadja, auch wenn du momentan inaktiv bei YouTube bist, ich weiß auch nicht, ob du es bleibst, so möchte ich dich ganz von Herzen grüßen. Ich bin froh, dass wir uns kennenlernen durften. Jetzt grüße ich ganz herzlich die liebe Sandra vom Instagram-Kanal Noari. Ja, liebe Sandra, du likest fast alles ganz fleißig, was ich auf Instagram poste, und ich bin sicher, du schaust auch meine Videos, und ich möchte dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Nun grüße ich die liebe Birgit vom Kanal Bivu-Deko-Welt. Liebe Birgit, deine Mixed-Media-Sachen sind unschlagbar und du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue. Und wegen dir werde ich mit Sicherheit auch irgendwann richtig mit Mixed-Media anfangen. Du bist so eine Liebe. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Jetzt grüße ich ganz herzlich die liebe Maike vom Kanal Ferimana. Liebe Maike, jeden Sonntag warte ich gespannt, dass du deinen Livestream startest. Startest wollte ich jetzt sagen. Es ist immer sehr lustig und manchmal mache ich mir auch einen Spaß daraus, wenn ich dich ein bisschen aus dem Konzept bringen kann und die anderen damit anstecke. Aber so kommen immer die besten Streams zustande. Es ist immer sehr, sehr lustig und ich fühle mich total wohl bei dir im Stream. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Nun grüße ich ganz herzlich die liebe Regina Albrecht. Liebe Regina, du bist so eine treue und süße Seele. Ich finde toll, dass du so offen bist und auch mal mitteilst, wie sehr du gerührt bist. Also, ich bin echt sprachlos und ich finde, du bist so ein toller und herzlicher Mensch. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Und nun grüße ich ganz lieb die liebe Katja von Elli Katja. Liebe Katja, ich halte die Knöpfe hier in Ehren und bis jetzt habe ich sie noch nicht angerührt, aber das wird bald passieren und dann wirst du sehen, was da für wunderschöne Sachen raus entstehen. Ich danke dir nochmal ganz, ganz recht herzlich dafür. Der nächste Gruß geht an die liebe Susi, die Susi Sonnenschein. Liebe Susi, ich danke dir für deine Treue hier auf meinem Kanal und deine vielen Kommentare. Du bist so ein toller, wunderbarer Mensch und ja, auch den Kontakt, den wir per Mail haben, den finde ich toll und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Du weißt Bescheid, ich habe dich nicht vergessen. Dann möchte ich noch die liebe Steffi Power grüßen. Liebe Steffi, ja, die schwarzen Blümchen sind noch nicht gemacht, aber das habe ich mir natürlich alles vorgenommen für das erste Quartal 2020 und ich hoffe, dass du sie bald bewundern kannst. Ja, es ist ein bisschen still um dich geworden. Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du viel zu tun, aber es würde mich freuen, mal wieder von dir zu lesen. Der nächste Gruß geht an die liebe Lotti, Lucky Art. Ja, liebe Lotti, nahezu jedes Video kommentierst du von mir und ich finde das so mega süß und du hast immer liebe Worte für mich und
Ich freue mich, dass du Abonnentin meines Kanals bist und dass ich dich auf diese Weise kennenlernen durfte. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Als nächstes grüße ich ganz, ganz, ganz herzlich die liebe Ina Wiegand. Liebe Ina, ich bin so froh, dass du eine treue Abonnentin meines Kanals bist. Du kommentierst nahezu jedes Video. Du schaust die Videos sehr aufmerksam, das weiß ich, denn du weißt sämtliche Einzelheiten. Und manchmal kommentierst du sogar nach, wenn du was vergessen hast. Und ja, ich finde es so toll, dass du auf Instagram jeden Tag so tolle Bildchen und Sprüche für uns alle hinterlässt. Und du bist einfach so eine liebe und süße. Dankeschön, dass ich dich kennenlernen durfte. Ein weiterer Gruß geht an die liebe Miss Wintercandy. Liebe Heike, ich habe dir, glaube ich, mal geschrieben, dass ich mich in deine Stimme total verliebt habe. Ich wollte dich, nicht dich, sondern deine Stimme, gleich mal adoptieren. Du bist so eine süße Maus und ich freue mich immer, wenn du kommentierst. Und wann immer es mir möglich ist, versuche ich, deine Videos zu schauen, auch wenn ich nicht kommentiere, weil ich bin oft ziemlich kommentierfaul. Aber ich schaue und ich hoffe, du bleibst auch weiterhin treue Abonnentin meines Kanals. Der nächste Gruß geht an die liebe Elke. Die liebe Elke wollte gerne meine Adresse haben, weil sie mir eine Weihnachtskarte schicken wollte. Ja, natürlich, eine Weihnachtskarte verschickt man ja auch in einem DIN A4 Umschlag, ne? Ja. Natürlich war es nicht nur eine Weihnachtskarte, die war Bestandteil davon, von dieser zauberhaft tollen Ü-Post. Liebe Elke, vielen lieben Dank dafür, auch wenn ich mich ein bisschen davor drücken wollte, ne? Aber du hast mich dann überredet. Ja, ich weiß, dass du auch die schwierigen Videos schaust mit den schwierigen Themen oder du schaust ja auch die Videos an, die ernstere Themen enthalten oder auch meine nur so's, wo ich einfach nur mal rummecker und ja, seit neuestem auch meine Vlogs und ich freue mich da richtig übelst drüber. Ja, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt und sagt mir alle ruhig, wenn euch irgendetwas nicht gefällt oder ihr dürft auch Wünsche äußern. Mal gucken, ob sie dann in Erfüllung gehen. Auf jeden Fall ganz, ganz recht herzlichen Dank, liebe Elke. Der nächste Gruß geht an meine zweitliebste Robotschnauze, der Heidi. Auch genannt Asmodeva oder Heidis Frickle Chaos bei Instagram. Liebe Heidi, ich danke auch dir für die tolle Karte und ja, ich bin froh, dass auch du treuer Abonnentin meines Kanals bist und ich finde schon witzig, wie oft wir beide echt auf einer Wellenlänge sind. Ja, das merken wir ja meistens dann in den Streams von Katrin oder Maike. Ja, ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben und ja, wir treffen uns da immer wieder auf einer Welle. Aber so sind wir halt, die Pötter, ne? Nun möchte ich die liebe Sandra vom Kanal Sunny Sunshine ganz herzlich grüßen. Ja, liebe Sandra, du verrücktes Huhn, du weißt ja, ich meine das lieb, ne? Ich habe nicht mal was geahnt, aber du hast mir ein Hammer-Ü-Paket geschickt und ich war sowas von der Rolle, das ist unglaublich. Und von da an ging das hier Schlag auf Schlag. Ach, du hast mir so viele tolle Sachen eingepackt. Aber ganz verzückt war ich, als ich
dieses süße kleine Dingelchen da ausgepackt habe. Und ich wusste erst gar nicht, was es ist. Ich habe nur gesehen, es ist süß, es hat Riesenaugen. Ja, bis Sven dann gesagt hat, oh, eine süße Eule. Und dann habe ich es natürlich auch gesehen. Ich bin total verliebt in diese kleine entzückende Eule. Und ach Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe. Alles andere war traumhaft schön. Aber diese süße, zuckersüße kleine Eule, die hat's mir echt angetan. Die sieht nicht nur niedlich aus, die ist auch super flauschig. Und du siehst, ich habe sie da immer wieder in die Hände nehmen müssen und musste sie streicheln. Ich habe sie geherzt. Und ja, ein dicker Knut und Drücker an dich für diese super tolle Überraschung. Ich habe mich sowas von gefreut. Der nächste herzliche Gruß und einen dicken, fetten Drücker geht an die liebe Ines. Ines, während ich dabei war, Sandras Ü-Paket auszupacken, da schellte es hier und deine Ü-Post kam an und ich war noch außer Atem, dass mir fast dann der Atem komplett gestockt ist. Ich konnte es gar nicht glauben und ich so, wie jetzt noch mehr? Und ja, ich war schon ziemlich fertig. Und dann packe ich das aus, ja, und halte mein allererstes Loaded Bag in den Händen. Also ich habe noch nie ein Loaded Bag gemacht und ich habe auch noch nie eins bekommen. Umso mehr habe ich mich natürlich jetzt gefreut, von dir dieses Loaded Bag zu bekommen. Ja, dazu hast du mir dann die anderen wunderbaren Dinge noch dabei gepackt, die Schmetterlinge, das Armband, der tolle Perlenanhänger, die ATC-Karten, der leckere Tee. Ich wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Und guck mal, die süßen Card-Candies. Und Mann, ich sehe jetzt die Bilder hier auch im Schnelldurchlauf und ich bin schon wieder völlig von der Rolle. Ich frage mich manchmal echt, womit habe ich denn das verdient? Dass ihr alle so zuckersüß seid und an mich denkt, an mich treulose Tomate, die dieses Jahr noch nicht mal Weihnachtskarten verschickt hat, weil sie hier einfach zu sehr beschäftigt ist mit ihren Videoprojekten. Aber liebe Ines, ich hoffe auch du freust dich hier über dieses, ja, Weihnachtsspezial und dass ich euch alle hier nochmal extra gedenke. Aber wenn ich nicht noch Überraschung in petto hätte. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Nur so viel, das wird beim nächsten Mal kein Videoprojekt sein. Also, liebe Ines, ich freue mich, dass du meinen Kanal abonniert hast und dass du so treu zuschaust und ja, Drückerchen. Nun grüße ich ganz, ganz herzlich und ich drück dich, liebe Katrin vom Kanal Nebelglück. Liebe Katrin, wir beide haben uns kennengelernt und ich habe dich total in mein Herz geschlossen. Und ich freue mich, dass wir uns kennenlernen durften und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder treffen. Und ich danke dir noch ganz, ganz, ganz herzlich für deine tolle Weihnachtskarte. Ich finde es so schön, dass du an mich gedacht hast und ich, untreue Seele, habe keine Karte geschickt. Aber das lag nur daran, dass ich hier an den Vorbereitungen gesessen habe. Ich sitze schon seit Wochen da dran und tüftel und tüftel und tüftel, damit ich euch eine Freude machen kann. Ich hoffe, das kommt hier auch tatsächlich so an, wie es soll. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch Überraschungen auf Lager hätte. Ja, und das ist auch diesmal so. Katrin, ich bin so froh, dass du basteltechnisch wieder aktiv bist und ich freue mich auf Samstags immer auf die Streams. Und ich habe das schon mal gesagt, deine Streams sind für mich wie nach Hause kommen.
Das ist eine große Familie und umso mehr freue ich mich, dass unser Nebelglückchen wieder da ist. Fühl dich von mir ganz, ganz feste gedrückt, Süße. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald. Als nächstes drück und knutsch ich und grüße natürlich ganz herzlich die Gabi Schumacher. Es klingelte, es kam ein Paket und ich guck so drauf. Ich denke, Moment, da war doch was. Ja, ein Ü-Paket für Kleinchen. Und zwar nur für Kleinchen. Ja, Kleinchen hat dann mit meiner Hilfe dieses Paket ausgepackt und hat sich wahnsinnig gefreut. Sie fand alles wundertollig, ja, und die hat sich wirklich über alles gefreut. Die freut sich sogar über Bubbelfolie, ne? Und sie hat aber auch zu allem was zu kommentieren gehabt. Dann hat sie diesen Pinguin da ausgepackt und wusste, der leuchtet und die ist so verliebt in diesen Pinguin. Die Katze in der Badewanne und dieser Pinguin, mit denen spielt sie im Moment extrem viel. Liebe Gabi, du hast Kleinchen damit sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, die war völlig hin und weg. Aber nicht nur Kleinchen. Tags darauf schellt es wieder und es kam ein weiteres riesiges Paket von Gabi. Und diesmal war das Paket für die gesamte Familie. Jetzt war unsere werdende Mutti nicht dabei, aber Wanni war dabei, Kleinchen war dabei und der Sven natürlich. Ja, und wir haben uns leider wie die Vandalen auf dieses Paket gestürzt, aber nein, nicht wirklich, sondern wir waren einfach nur happy darüber. Ja, hier im Schnelldurchlauf könnt ihr dann nochmal sehen, wie wir uns da drauf gestürzt haben. Liebe Gabi, wir danken dir und deiner lieben Familie allesamt von Herzen für dieses tolle Ü-Paket. Wir haben uns sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Die Lebkuchen sind im Übrigen schon aufgefuttert soweit. Nee, die sind aufgefuttert. Und Sven lässt sich den Tee gut schmecken. Und ich habe bisher immer noch keine Zeit gehabt, um mich an den ganzen schönen Dingen zu erfreuen. Aber die super süße Tasse, die habe ich schon genutzt. Das hast du ja gesehen. Und die ist hier auch bei mir ordentlich im Gebrauch. Ich liebe sie. Ich liebe alles. Alles. Es war nichts dabei, wo man jetzt sagen würde, ja, damit kann ich nichts anfangen. Ich drück und knutsch euch von ganzem Herzen. Ich kenne euch noch nicht persönlich, aber ich hoffe, das wird wenigstens im Jahr 2020 etwas. Das muss einfach sein, liebe Gabi, und das weißt du auch. Und irgendwie müssen wir das möglich machen. Also grüß mir nochmal ganz, ganz, ganz lieb die Familie und Drückerchen für dich ganz besonders. Vielen, vielen Dank. Ein weiterer lieber Gruß geht an die liebe Gravedigger 2601. Und zwar hatte die liebe Gravedigger und ich, wir hatten einen Tausch ausgemacht. Sie hatte Interesse an dem silbernen Vintage Card Candy Set, also dieses Set, was ich da, Weihnachtsset, was ich da zusammengestellt hatte und selbst nichts mit anfangen konnte. Und ich hatte diese Sets zum Tausch angeboten. Und ja, dann kam ein Paket. Ich hatte nur einen Umschlag losgeschickt, aber es kam mir ein Paket. Und zwar ein großes Paket. Nun gut, habe ich gedacht. Und dann habe ich angefangen, es auszupacken. Gott sei Dank nicht am selben Tag wie die andere Ü-Post, weil dann hätte ich überhaupt nichts mehr machen können,
sondern erst am Tag darauf, weil hier sowieso alles drunter und drüber ging, weil ja meine Technik hier total gestreikt hat, beziehungsweise ja, mein PC sterben wollte sozusagen. Wir haben ihn dann nochmal mit Mühe und Not zum Leben erweckt. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Paket ausgepackt und schon beim ersten Teil bin ich nach hinten übergekippt. Das hätte bei Weitem schon ausgereicht. Das hätte es noch nicht mal gemusst. Es hätte eigentlich alles gar nicht gemusst. Und ich war echt sprachlos. Und auch jetzt hier im Schnelldurchlauf, wenn ich das sehe, ich bin wieder sprachlos. Es sind so unglaublich tolle Sachen. Und ja, liebe Gravedigger, ich bin immer noch total geflasht. Und auch jetzt, ich sehe die Bilder und ja, mir stockt der Atem. Echt, das ist nicht übertrieben, es ist einfach so. Und ich hatte bisher tatsächlich keine Zeit, mir die Dinge nochmal ganz in Ruhe anzuschauen. Das mache ich dann, ja, spätestens am ersten Weihnachtstag, wenn ich zwischendurch meine Pause von meinem geschäftigen Tun hier mache, dann schaue ich mir nochmal alles in Ruhe an. Werde alles streicheln. Ich weiß noch nicht, wann ich mich traue, die Dinge zu öffnen und zu verarbeiten. Auf jeden Fall möchte ich dir nochmal ganz herzlich vielen, 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 vielen lieben Dank sagen. Das hat mich echt umgehauen. Das muss ich mal sagen. Und das habe ich gar nicht verdient. Aber ja, so ist es nun mal und ich freue mich einfach nur. Vielen Dank. Ein letzter und spezieller Gruß geht an die liebe Mone Macho. Ja, die liebe Mone hat mir ja dieses Jahr einen Adventskalender geschickt, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und wo ich jeden Tag ein Türchen geöffnet habe. Ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut, wieder ein Türchen auspacken zu dürfen, beziehungsweise ein Päckchen. Und darum gibt es jetzt am Ende diesen Videos ein Mone Adventskalender Spezial. Ich wollte noch erwähnen, bevor das Spezial beginnt, an alle meine Abonnenten, die ich hier nicht speziell mit Namen angesprochen habe, seid nicht traurig. Ich grüße euch alle und ich bin froh um jeden Abonnenten, den ich habe. Und ihr seid das, was ich eingangs auch gesagt habe, die beste Community, die man haben kann. Ihr seid meine Community. Und ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf dass wir uns im neuen Jahr gesund und munter wieder hören, sehen und lesen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mone Spezial. So, meine Lieben, ich wollte euch noch mal was sagen zur Mone. Mone hat mir ja den Adventskalender geschickt und mich sehr, sehr glücklich damit gemacht. Und ich wollte als ganz speziellen Dank jetzt noch mal zeigen, was sich hinter jedem einzelnen Türchen verborgen hat. Ich wusste schon selber teils gar nicht mehr, weil ich die Sachen wieder in die Tütchen reingetan habe und habe sie zur Seite gelegt, weil ich es eben zeigen wollte. Das Einzige, was jetzt sein kann, dass Leckereien nicht mehr da sind. Ja, ich fange auch sofort an, damit wir hier zu Rande kommen. Und zwar hatte ich in Türchen Nummer 1 diese beiden bezaubernden Anhänger. Ja, liebe Mone, deswegen konnte ich die auch nicht aufhängen,
weil ich die ja wieder eingepackt habe. Das hatte ich gleich zu Anfang schon vor, jetzt nochmal zu zeigen, was in jedem Türchen drin war. Und die werden auf jeden Fall im nächsten Jahr in meine Weihnachtsdeko kommen und ich werde wieder dekorieren und werde euch dann wahrscheinlich auch zeigen, wie ich dekoriert habe. Allerdings immer nur mein Bastelzimmer. Also, das war Türchen Nummer 1. Ich habe überhaupt keinen Platz hier. Ich muss gucken, wo ich die Sachen hinlege. In Türchen Nummer 2 war Leckerei drin und ja, die kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil aufgefuttert von Kleinchen und Oma. Ja, das war's dann also mit Türchen Nummer 2. Aber die schöne Schachtel, die kann ich euch noch zeigen. Und ich fand die so süß. Und ja, also, das war die 2. Also war ein leckerer Rittersport drin, das weiß ich noch ganz genau. So, in Türchen Nummer 3 hatte ich dann da dieses tolle Bommelband, diese Bommelbordüre und dieses schöne Bäckerstrein. Bäckerstrein kann man ja immer gebrauchen, genauso wie die Bommelbordüren. Ja, das war die 3. Ich muss hier einen langen Arm machen. In der 4, und ich war so happy da, in der 4 verbarg sich, also ihr seht, ne, das war die 4, ein Teabag, das ich noch nicht angerührt habe, bis auf die beiden Päckchen Grüntee, die ich ja dem Sven direkt gegeben hatte, der gesagt hat, der grüne Tee ist sehr lecker. Aber ich mag leider keinen Grüntee. Aber die anderen Teesorten sind hier immer noch drin und warten darauf, von mir getrunken zu werden. Das werden sie natürlich. Das war also die Nummer 4. Guckt mal, wie hübsch das gemacht ist. So, die Nummer 5 liegt gleich auch hier vorne. Ist dieses hier. Und ihr hört, das klackert darin. Also wie gesagt, Nummer 5. Und upsie, falsche Seite. Erstmal, ich war so begeistert von dieser kleinen Box. Diese kleine Box werde ich auch nicht weitergeben, weil ich die so hübsch finde. Da befanden sich diese tollen Sticker-Flakes. Ich hatte das alles ausführlich gezeigt. Wer das sehen möchte, guckt bitte unter dem entsprechenden Video. Das hier ist eigentlich nur noch für Mone so gedacht, damit ihr alle nochmal, ja, in Erinnerung schwelgen könnt. Die Nummer 6 ist dieses bezaubernde Leporello? Ach ja, Leporello, glaube ich. Dieses bezaubernde Leporello, was sehr, sehr lang ist. Davon ganz abgesehen, dass es wunderschön ist. Da, ne? Auch hier, wer es genauer sehen möchte, der schaut bitte das entsprechende Video. So, das lege ich mal wieder hier hin. In der Nummer 7, die hier ist, befand sich bzw. befindet sich noch, jetzt kriege ich die Box nicht mehr auf, bin ich denn zu dumm? Befindet sich immer noch, aber die wird jetzt auch endgültig befreit. Befindet sich diese kleine süße Eule. Ja, sehr süß. Und oh, ich war ganz hin und weg und das ist ein Lippenbalsam. Und der riecht lecker und der ist auch lecker, wenn man den auf den Lippen hat. Die Nummer 8 hat sich schon versteckt. Die will nicht mehr gezeigt werden. Aber das lasse ich natürlich nicht gelten. Wo haben wir sie denn? Dieses kleine Aas. Da ist sie doch. Hat sich direkt vor meiner Nase versteckt. Also, das ist die Nummer 8. In der Nummer 8 befanden sich diese drei superschönen Weihnachtssticker,
3D-Sticker. Und ja, spätestens da war ich dann gezwungen, tatsächlich für das Jahr 2020 die Weihnachtsbastelproduktion anzustoßen. Danke, liebe Mone. In der Nummer 9 befanden sich diese Kartenrohlinge einmal und diese Kartenaufleger, ne? Obleckkarten, Aufleger und diese grünen Kartenrohlinge natürlich auch für die nächstjährliche Weihnachtsbastelei. Die Nummer 10, ich wundere mich über mich selber, ist tatsächlich noch hier drin, weil Leckerchen. Hat aber auch einen guten Grund. Ich will nicht, dass die mir hier irgendeiner wegfuttert. Und deswegen werde ich mir die heimlich hier zwitschern. Ich werde die verstecken und dann werde ich die ganz alleine essen. Ne? Lecker, lecker. Die Nummer 11 ist hier und dahinter befindet sich ein tolles Badesalz, ne? Mit Avocadoöl und das werde ich natürlich benutzen. Ich werde es mir da echt mit gut gehen lassen. Das nehme ich aber dann im neuen Jahr. Da werde ich es mit Sicherheit brauchen, weil dann muss ich mich erstmal von Weihnachten erholen. In der Nummer 12 befanden sich dann diese super tollen Stoffsheets, die ich bisher noch nie benutzt habe, aber wo ich eigentlich wieder Ideen hatte, die jetzt leider schon wieder verschwunden sind, aber mit Sicherheit auch wiederkommen werden. Ja, wenn ich seht ihr, ich spreche es nur aus, dann sind sie eigentlich schon wieder da, ne? Die Nummer 13 versteckt sich hier hinten. Die Nummer 13 sind diese ganz tollen Stanzteile, wo ich zu dumm war, die Tüte richtig zu öffnen. No. Das waren diese ganz, ganz tollen Stanzteile. Wer die genauer sehen möchte, ja, der guckt das entsprechende Video. Die Nummer 14, ja, wollte gerade sagen, ist weggelaufen. Nein, die ist nicht weggelaufen, die ist nämlich hier. Waren diese ganz wunderbaren, schönen Kartenaufleger. Eigentlich sind es ja schon fertige Karten, aber das ist Unsinn. Die werden bei mir fürs nächste Jahr ja vintagelich, weihnachtlich gestaltet werden. Mhm. Die Nummer 15, du brauchst die nicht verstecken, ich finde dich trotzdem, ist hier. Und hinter der Nummer 15 verbirgt sich ein Döschen voller kleiner Holz-Embellishments, über die ich mich genauso gefreut habe wie über jedes andere Türchen hier auch. Hier haben wir doch mal so kleine süße Klämmerchen drin. Ganz, ganz toll. Und ich wusste gar nicht, was ich mehr bewundern soll, den Inhalt oder die Verpackung. Denn von der bin ich auch ganz, ganz angetan. So. Die Nummer 16 ist hier und die Nummer 16 verbirgt diesen zauberhaften Stempel, der ein Wink mit dem Zaunpfahl war, weil bei uns im März ja unser viertes Prinzesschen auf die Welt kommt und ja, da muss die Oma ganz unbedingt ein Babyalbum gestalten. Das wird die Oma auch tun. Das ist versprochene Sache. Pupsi, erzählt das hier nicht mehr. Ach, muss ja auch nicht, ne? So, die Nummer 17 ist hier, da lasse ich das Klemmerchen gleich mal dran, sind diese Embosspapiere, wo ich erzählt hatte, ich habe die zwar auch schon noch nie benutzt, aber als ich die durchgeguckt habe, kam mir in den Sinn, wo ich sie benutzen kann. Und das werdet ihr dann bei Zeiten auch sehen.
Die Nummer 18 ist auch gleich hier zu meiner Rechten. Die Nummer 18 waren diese wunderbaren Washi-Sticker. Das ist also sind eine ganze Menge drin, also ist nicht nur dieser eine Bogen und diese tollen, ja, Puffy-Sticker mit diesem Hintergrund halt transparent. Wer auch die genauer sehen möchte, schaut sich das entsprechende Video halt an. Die Nummer 19 ist dieser Block, dieser Vintage-Block. Und auch von dem bin ich ganz fasziniert, obwohl er augenscheinlich ganz, ganz schlicht aussieht. Aber der hat das gewisse Etwas und das braucht man unbedingt bei Vintage-Basteln. Die Nummer 20 ist hier und hinter der Nummer 20 verbirgt sich, passt auf, es sind jede Menge Musterklammern in ganz mini, mini klein, in klein, in etwas größer, in noch größer, in ganz groß. Es sind Nieten drin, in verschiedenen Farben, genauso wie die Musterklammern. Also sie gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch verschiedene Motive. Da sind Sterne bei und Herzchen und hasse nicht gesehen. Also, wenn ihr sehen wollt, was da alles genau drin ist, schaut euch entsprechendes Video an. Die 20. Kommen wir zur 21, die ist hier, das ist eine Taschentuchverpackung mit ganz, ganz tollen Taschentüchern, wo wirklich jedes einzelne Taschentuch diese Sprüche hat. Wer das auch sehen möchte, schaut sich halt das Video an. So, die Nummer 23 ist hier. Und ich war so glücklich, weil hier die kleine Eule jetzt eine große Schwester bekommen hat. Das ist eine Handcreme und Handcreme und Lippenbalsam dürfen jetzt einträchtig miteinander hier bei mir leben. Die werden ins Badezimmer einziehen und dürfen da zusammen ihre Zeit verbringen. Jetzt habe ich die 22 vergessen. Na super, weil ich nicht zählen kann. Ist, glaube ich, aber auch nicht ganz so schlimm. Die 22 verbirgt sich hier. Die stand nämlich hier oben auf dem Kästchen. Ich dussel. Und darin verbirgt sich Folgendes, nämlich Leckerschmecker. Ja, nichts weiter. Trotzdem super, ist nämlich grün und ist Apfel. Also perfekt für mich. Und jetzt kommen wir schon zur Nummer 24 und die 24 hat mich weggewämst. Nicht, weil es was ganz extrem besonders ist oder weil es schöner oder toller ist wie alles andere. Nein, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich finde alles insgesamt mega toll und da kann man nicht sagen, das ist das eine oder das andere ist schöner. Nein, das geht überhaupt nicht. Nein, es hat mich weggewämst, weil diese Kerze einfach himmlisch duftet. Macht man die auf, der Raum ist sofort erfüllt von diesem Duft und ja, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, diesen Duft, aber oh, himmlisch. Ne, am liebsten wird man sie gar nicht anzünden, sondern einfach nur offen hier irgendwo hinstellen, damit der Raum einfach frisch schnuppert. Und dazu gab es dann halt passend diese Streichhölzchen und ich fand es ganz, ganz, ganz bezaubernd und bin immer noch hinweg. Liebe Mone, ich freue mich da total drüber und es war mir eine Riesenfreude, jeden Tag die Videos zu machen. So, das ist das Special zu Mones Adventskalender.